Ja, Hallöchen, Tagesmotivation von heute, Verhaltensweise. Und ich finde, das ist fantastisch. Ich liebe die deutsche Sprache. Verhalten, darin ist enthalten, wie verhalten Sie sich, wie halten Sie sich, was für eine Weise, was für eine Weisheit legen Sie an den Tag. Und das sollten Sie immer wieder überprüfen, was für eine Verhaltensweise Sie an den Tag legen. Denn darin liegt ganz, ganz viel Kraft und darin liegt auch die Energie der sogenannten Veränderung. Wenn ich niemals meine Verhaltensweise überprüfe, dann bleibt alles, wie es immer war. Und das ist natürlich fatal, denn manche Verhaltensweisen sind nun mal nicht sehr positiv und sehr generierend, wie es so schön heißt. Manche Verhaltensweisen sind einfach destruktiv. Und hier müssen Sie sehr, sehr, sehr aufpassen. Viele Menschen sind erstaunt, wenn sie in ihrem Leben nicht vorankommen. Dabei wäre es so einfach, die eigene Verhaltensweise zu überprüfen. Und daraus könnte man sehr, 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 sehr viel Neues erkennen. Und dann anfangen, die Verhaltensweise entsprechend zum Positiven zu ändern, entsprechend anzupassen dem neuen Zeitgeist der gegebenen Situation. Das ist sehr, 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 sehr wichtig, dass ich so mit meiner Verhaltensweise unterwegs bin und ich einfach über alles drüber donnere nach dem Motto, nach mir die Sinnflut, das was mal so manch einer macht. Und wenn sie merken, dass sie in ihrem Leben nicht weiterkommen, dass sie nicht den Erfolg haben, dann überprüfen sie bitte stets und zu jeder Zeit die Verhaltensweise, gehen sie in den KVP-Prozess hinein, das heißt kontinuierlicher Verbesserungsprozess, und arbeiten sie permanent an ihrer Performance, dass sie wirklich eine wunderschöne Verhaltensweise an den Tag legen, die sie auch zum Erfolg führt. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Bye bye, tschüss.